Willkommen zu Sonic Classic Collection für den DS. Wir starten gleich mal mit Deutsch. Und es tut mir leid, es gibt kein Intro und es tut mir leid für den Clickbait-Titel, aber ihr werdet merken, warum. Also wir gehen erstmal auf Spiele, alles andere ziehen wir später durch. Wir haben hier die Spiele Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic the Hedgehog 3, der reguläre dritte Titel. Dann kam ja bekanntlich Sonic and Knuckles. Dann kam Knuckles in Sonic the Hedgehog 2. Knuckles in Sonic the Hedgehog 3. Und natürlich wieder Sonic the Hedgehog. Natürlich gäbe es auch Sonic and Knuckles, aber das ist eine andere Geschichte. Ich habe ja mit euch schon Sonic the Hedgehog angezockt, also getestet. Sonic the Hedgehog 2 gerade kürzlich und ich werde natürlich Sonic the Hedgehog 3 auch noch ausführlich testen, aber wir starten mal mit dem ersten Teil. Ich werde dieses nur kurz anzocken, vielleicht ein Level oder so. Wir haben hier Start, zurück, wir gehen natürlich auf Start. Gut. Ihr seht, das Spiel läuft jetzt eigenständig. Wir haben hier die Geschichte, Dr. Eggman, der verrückte Wissenschaftler, verwandelt unschuldige Tiere in fiese Roboter. Hilf unserem Helden im Kampf gegen Feinde, rette die hilflosen Tiere und vereine Dr. Eggmans finstere Pläne. Dann können wir hier die Steuerung ansehen, die ist ja ganz einfach, wie wir sie kennen. Wir können hier eine Speicherdatei anlegen und die natürlich laden, also Save State und Pause und beenden. Und ja, mehr muss man nicht wissen. Und mehr machen wir jetzt auch nicht. Wir spielen Sonic the Hedgehog. Ja, wir spielen es natürlich ein klein wenig. Das erste Level, ihr merkt, ja, es ändert sich nicht groß am Spiel. Falls ihr G-Codes kennt von den Originalspielen, die funktionieren auch bei dieser Kollektion. Aber mit anderer Eingabe. Könnt ihr alles im Internet nachlesen und ja. Gut, ich denke, ihr kennt's, wir kennen's, ich hab's ja letztes getestet und mehr dazu weiß ich eigentlich auch nicht zu sagen und ja, ne? Ich denke, wir kennen's und ich muss mir ja eigentlich keine Mühe geben, aber trotzdem, ja, das war jetzt nah so klug von mir. So. Jetzt aber. Also, zu jedem Spiel werde ich natürlich weiter und viel mehr erzählen, wenn ich das jeweilige Spiel Let's teste. Let's playen werde ich es nicht, aber ich werde so lange Let's testen, bis ich... Nein, nein, komm. Ah! Wie im Let's Test. Gut. Dann können wir ja zurückgehen. Also wie gesagt, ich kann hier speichern. Kommen wir zu speichern, ja, ich kann das laden. Also laden, ja, das sind wir wieder so weit, ne? Gut, dann beenden wir mal das und gehen weiter. Natürlich steht auch immer hier was, ne? Sonic muss Dr. Eggman davon abhalten, die Kamas einmal zu sammeln, um die Hedgehog für Bisaf Island zu erlangen. Im zweiten Teil, Sonic und Tails müssen Dr. Eggman davon abhalten, die Chaos Emerald zu sammeln, um das Death Egg zu bauen. Gut, dann spielen wir das doch auch noch kurz, ne? Wie gesagt, es ist für mich eigentlich Sonic Mania, weil es so viel, also ich kann es jedem empfehlen, es gibt so unzählige viele Kollektionen, Sonic Games Collection, aber für wahren Retro-Feeling kann ich das sehr empfehlen und für es, ich glaube, damals hat es kaum was gekostet, ich spiele hier die Emulation, aber ich denke für irgendwie 40 Euro oder keine Ahnung, wie was das kostet, ne, so viele Spiele und keine Ahnung, ich kenne die Games Collection nicht so, aber es ist meiner Meinung nach mehr als empfehlenswert. Ne? Also man hat hier wirklich Games. Ne? Es gibt natürlich keine Mean Bean Machine oder nicht Sonic und Knuckles, aber man kann ja sonst so selten kann man die Spiele zocken. Übrigens, sorry, wenn das Sound ein bisschen leise ist, ich habe hier irgendwie eingestellt und sorry dafür. Wie gesagt, ich werde dieses Spiel noch separat let's testen. Aber ich denke, dieses Spiel ist es echt wert, euch so einfach gezeigt zu haben. So. Gut. Ich denke, soweit, so gut.
Wir machen jedes Level kurz. Ich denke, soweit. So lange werde ich dafür nicht gebrauchen. Gut. Okay. Gut, das war Sonic the Hedgehog 2, weil man unschwer erkennen kann. Ja. Es ist wirklich praktisch mit dem Save State. So, wir kommen jetzt zu dem, was ich zum Zeit der Aufnahme noch nicht letzt getestet habe, was aber noch kommt. Sonic und Tails im Wettlauf gegen die Zeit, um Knuckles und Dr. Eggman zu stoppen, um den erbeuteten Start der Doch, wir haben Sonic gegen Knuckles, wir haben es ja. Wieso habe ich jetzt gedacht, ich hätte es nicht? Okay, gut, dann starten wir das auch kurz, ne? Ich werde nicht viel, wie gesagt, dazu erklären, aber ich möchte jedes Mal gezeigt haben. Sonic 3, nicht Sonic Knuckles und noch nicht Sonic 3 Knuckles, das ist alles eine separate Wurst. Ja. Ja, und wie gesagt, ich bin auch überhaupt nicht gut darin. Ja, mit dem Turbo. Und was war denn das jetzt? Super Saiyajin Sonic? Ja, und wo sind wir hier? Das sieht nicht aus wie Green Hill Zone und so. Ja, ich denke, alles zu seiner Zeit, ne? Wie gesagt, er erwartet von mir keine erzählerischen Kunststücke. Ich kenne zu wenig. So, ich möchte hier nur nicht gleich. Ah, was ist denn? Chillt doch mal euer Leben. Komm ich hier durch? Ja. Ja, ich krieg sogar das Bonus-Level hin. So kämen wir es hin. Hier gibt es einen Trick. Hat das jetzt gerade ein bisschen geglitscht? Hier immer außenrum. Wissen wir, jeder Sonic-Fan weiß das, ich jetzt auch. Irgendwie läuft das nicht so richtig schön. Ja, es ist natürlich auch emuliert, ne? Es tut mir leid, aber... Naja, nur ab und zu läuft es flüssig. Gut. Plötzlich wird es schneller, das wissen wir alle. Und übrigens, danke, dass im Moment die Sonic-Tests so gut laufen. Auch deshalb habe ich das jetzt hier euch gezeigt. Und ich sag's zum letzten Mal, tut mir leid, mit dem Clickbait-Titel. Nein, das sind natürlich nicht wie Sonic Mania, aber verdammt, was? Ich habe ja auch gedrückt gehabt. Okay. Aber Sonic Mania ist natürlich mehr ein Tribut. Nee, altes, neues, vermischt und so. Ja. Ich denke, den Rest zeige ich euch dann in demselbigen... Habe ich jetzt hier kein... Okay, ich dachte, ich hätte hier auch. Safe States, egal. Gut, jetzt zu Sonic and Knuckles. Das war eigentlich... Ich kann das mal so viel vorneweg sagen. Ich sage es im letzten Test auch noch. Ja, ich werde Sonic... Nicht Sonic 3 and Knuckles jetzt playen. Also testen. Ich zeige euch dann Sonic 3, Sonic and Knuckles und Sonic and Knuckles. Also Sonic 3 and Knuckles. Und ja, das war ein eigenständiges Spiel. Eigentlich war es ein Adapter. Also wer jetzt einen Super Game Boy kennt für Super Nintendo, es war eigentlich dasselbe. Aber es war eigentlich ein Adapter und man konnte dort Sonic 3 reinstöpseln und konnte dann Sonic 3 mit Knuckles spielen. Was es gebracht hat, was es bringt, zeige ich euch dann im Let's Test zu demselbigen Spiel. Schaut meine Parts! Gut. Okay, hier. Das habe ich sehr selten gespielt. Natürlich in heutigen Kollektionen, ne, ist zum Beispiel Sonic CD dabei und hast du nicht gesehen, Sonic R und ja, wie sie alle heißen. Ich kenne mich mehr in Sonic groß aus noch. Ja. Wie kommt es mir ein bisschen lame vor hier? Nein! Arschloch! Aber schön, schöne Level. Hat ein bisschen was von Fantasy, ne? Gut. Alter! Bam! Ja, ja, ich ziehe da meinen Hut vor Let's Playen wie Markus, die auch bei Sonic Mania wieder, ne? Ich habe das so gehofft bei ihm, dass es so macht und genauso macht es. Wie macht es genau? Wenn ihr nur ein klein wenig was über Sonic-Spiele wissen möchtet, schaut bei Let's Play Markus. Irgendein, ich weiß, als kleiner Let's Play macht man es eigentlich nicht, andere Let's Player bewerben, aber trotzdem.
Also, ich würde es ja nicht tun, wenn es nicht wirklich so wäre, aber er spielt Sonic Mania und er kann kein Pixel weit spielen, ohne dass er eine Referenz sieht in irgendwo was. Ne, nur irgendwie ein Gegner, ein Pixel und ein Gegenstand und er weiß genau aus welchem Spiel, aus den letzten. Ne, also Wahnsinn. Also, ich ziehe da meinen Hut dafür. Kann ich rechnen. Nein, Spaß. Nee, meine, jeder kann was anderes gut, aber. Ach so, das ist Zwischenboss. Okay. Ich habe gar kein. Ey, Tails fehlt. Ist mir gerade aufgefallen. Ich so, echt, du kannst mich hier sofort so hinhalten. So. Aus die Maus. Und das kann man natürlich auch. Punkte farmen, Punkte farmen, Punkte farmen. Ich spiele schon viel zu lange in diesem Level, in diesem Spiel. Okay, gut, dann würde ich sagen, wir gehen. Ah, hier kann ich jetzt wieder speichern. Okay. Gut. Jetzt gehen wir zu nicht Sonic 3 and Knuckles, sondern Knuckles in Sonic the Hedgehog 2. Gut, ich kann das ja sein, weil ich glaube, man kann das nicht separat downloaden und kaufen. Wenn man Sonic and Knuckles in die Mega Drive steckte, war ja oben, wie gesagt, noch ein Modul, noch ein Steckmodul frei. Also, es war wie ein Super Game Boy. Und wenn man jetzt Sonic 2 oben reinstöpselte, konnte man Knuckles in Sonic 2 spielen. Das ging runter bis zu Sonic 1 und Sonic 1 ging dann natürlich nicht. Gut, wieso ist es so speziell, dass man Knuckles spielen kann? Weil Knuckles kann ganz andere Dinge. Nein, nicht nur Sonic im Titelbildschirm ersetzen. Natürlich kann er auch anders. Also wir spielen die Emerald Zone und wir können gleiten. Schnell ist er eigentlich genau gleich. Das finde ich sowieso ein Witz bei der ganzen Sonic-Serie. Aber er ist genauso schnell wie Sonic. Und nicht nur das, er kann auch klettern. Und warum das jetzt so speziell ist, wieso man jetzt verschiedene Spieletitel da jetzt mit Knuckles spielen kann, das erkläre ich dann auch in den jeweiligen Let's Tests. Ja, ich halte auch schön hin hier. Hohoho. Okay. Also wie gesagt, er kann, was ich machen würde, könnte er klettern? Kann ich das auch irgendwie mal? Kann er das nicht? Ich dachte, ihr könnt. Hallo. Kletter, du Wurst. Ja. Muss es erst angleiten. Möchte ich mir noch was anderes? Ah Mann, ich will gleiten. Ich vergesse immer. Ich will ja schon gerne ins erste Bonus. Hallo? Wieso geht das vor? Wieso geht das nicht immer? Geht das nicht immer oder was? Ach, jetzt geht es plötzlich mit beiden Knöpfen. Ja, lol. Okay. Aufpassen, ich will da schon. Na gut. Ich bin zu schnell. Merke ich auch gerade. Und das. Nee, nee, jetzt kommt er erst noch. Ach, das ist, ich dachte, das sei. Egal. Ich habe nichts gedacht. Gut. Jetzt würde ich hier wirklich gerne da oben hinschweben. Mann. Ich und Sonic spiele. Dürfte niemandem verraten, nein. Dürfte niemandem verraten, was ich hier abziehe. Nein, nein. Lass mich doch mal! Hier mein Arsch! Ja, also. Ich möchte mal wissen, ob das auch mit. Ach ja, das geht ja eh. Und wir sind sogar ohne Tails unterwegs, was mir ein bisschen zugute kommt. Also es ist genau dasselbe Spiel, es ist nur jetzt mit Knuckles und ich finde das ziemlich gut. Also ich finde Knuckles, ihr könnt mich jetzt auf ihr halten, aber ich finde Knuckles in Sonic Boom am sympathischsten. Warum? Weil er in den Originalserien, also in eigentlich jedem anderen Spiel, die totale Pflaume ist. Sorry. Er ist so quasi der Vegeta des Sonic-Universums, ne? Er ist stolz,
Aber er ist auch wahnsinnig schnell beeinflussbar. Ne? Das muss man einfach sagen. Also, er lässt sich in Sonic 3, er lässt sich in... Ich kriege eh nicht alles. Er lässt sich in... So ziemlich jedem Spiel lässt sich auch von... Nein, er lässt sich in Sonic 3, er lässt sich in Sonic Adventure, glaube ich. Ja, lässt er sich von Eggman einsparen, ne, der immer wieder kommt. Ja, ja, weißt du, Sonic will die Chaos Emerald. Also, was, der lässt sich nicht umlassen und... Ne? Sieht aber schon geil aus. Einfach durchwaschen hier. Scheiße! Ich hasse euch. Ich hasse euch so sehr. Und... Sonic kann ihm so oft das Leben retten und so oft, ne, und dann immer wieder kommt Eggman und sagt, weißt du, Sonic sucht die Chaos Emerald. Ja klar sucht er sie, aber nur um sie vor Eggman zu verstecken. Und Knuckles fällt oft immer wieder drauf rein oder ist sowieso der... Also er ist eigentlich schon einer von Sonics besten Freunden, aber trotzdem total kommt Eggman. Ja, ja, Sonic ist ja böse, ja, das muss man glauben. Gut, jetzt aber Knuckles in Sonic 3. Ist aber nicht dasselbe wie Sonic und Knuckles, oder? Was ist dasselbe? Also, ich könnte mal in die Kommis schreiben. Ist Sonic 3 und Knuckles dasselbe wie Knuckles in Sonic 3? Also, ich glaube schon, man kann ja dann einfach in Sonic 3... dann wählen, oder? Glaube ich sowas. Sorry, dass ich jetzt nicht alles vorgelesen habe. Bei einem Unterfangen, doch irgendwann von der Chaos Emerald fernzuhalten und die Rebellion eines Schiffes zu vermindern, gibt es eine Menge Spieloptionen, Geheimnisse und neue Wege zu entdecken. Gut. Also. Ach so, ja, genau, das war das hier. Genau. Also eigentlich ist es Sonic 3 Knuckles. Man nennt sie umgangssprachlich so. Okay. Machen wir das kurz. Und dass da speziell daran ist, wie gesagt, das sage ich euch dann im nächsten Moment, dementsprechend, das habe ich falsch gedrückt. Man kann auch nur mit Tails, wenn man nur mit Tails, wir machen nur mit Tails. Er kann fliegen, ja, wer hätte es gedacht. Also schweben. Nein, er kann doch fliegen. Wusste ich gar nicht. Haha, lol. Wie hoch kann ich? Und in Sonic Boom ist... Knuckles, wie er selber auch sagt, überhaupt keine Leuchte. Er ist nicht total, ne? Er macht nicht mal, er muss sogar schauen, wo links und rechts ist mit seinen Daumen. Aber er ist überhaupt nicht dumm. Also er weiß genau, Eggman ist böse. Und Shadow ist eigentlich auch böse. Also dort ist auch wieder eine total nervige Nummer, ne? Shadow. In Sonic Boom. Und... Er weiß das. Er weiß, dass Shadow böse ist. Er weiß, dass Sonic Roboter... Wie heißt das? Robosonic? Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Sorry. Und dass natürlich Eggman böse ist. Er fällt nicht auf sie rein. Aber er weiß... Er ist auch sonst eine total loyale Seele. Also kennt man ja vom Spiel. Aber in den anderen Spielen ist er total der Vegeta. Also ich meine, ich mag ja Vegeta, ich bin ein großer Dragon Ball Fan. Aber trotzdem ist er total... Ne? Ist er einfach... Habe ich jetzt überhaupt Tails gespielt? Jetzt habe ich gar nicht geachtet. Ist er auch egal, so. Also ich finde es geil. Also wie gesagt, Sonic 3 genießt bei mir einen sehr guten Ruf, weil es ist ein bisschen das Stylischste von allem. Wieso? Erkläre ich euch im Let's Play. Im Let's Test. Ja. So. Ich wäre gerne unverwundbar. Darf ich das sein? Darf ich das sein? Ja, darf ich sein. Ach, komm schon. Ja, Checkpoint. Und wie gesagt, so dass der Sound kaum hörbar ist. Ich mache das ein bisschen sicherheitshalber so. Okay. Ja, wir haben nicht so viel Turbo. Das macht doch gar nichts aus. So. Und schon sind wir da. Hallo, ich bin der Tails. Na, Alter. Ach so, ja, denn doch, ich kann den bekämpfen. Alter. Chill dein Leben. Toll. Das ist automatisch schon Zone 2 oder wie? Nein, noch nicht. Also ich finde das auch sehr gut in den späteren Sonic-Spielen, dass es so dynamisch ist. Hoho, er kann den Gegner so bekämpfen. Das ist gut.
Ja, also ich mag die Sonic-Spiele, ganz ernsthaft. Sie sind zwar... Seht ihr? Was ist denn das hier? Sie sind echt gut. Ach ja, genau. Ich komme ja auch so hoch. Gar nicht mehr angedacht. Ja. Gut. Na du! Roboterchen! Hä, jetzt geht's wieder nicht, oder was? Hä? Und ich habe keine Ringe mehr. Ah. Naja. Schaff mir das. Das ist endlos hier, oder? Mist. Okay. Oh, sollte ich nicht. Egal. Wir kriegen es auch so hin. Haha. Ja, Tails macht schon Laune. Boah. Ach so, hier kommt. Ach so. Ja. Jetzt habe ich so Angst, hätte, dass ich da runterfahren kann. Komm hier, du Schnuffi. Was? Ey, wie soll man den denn... Okay, es ist, glaube ich, nicht die beste Wahl, mit Tails zu kämpfen. Ach, komm. Mann, jetzt chill. Du nervst. Geht doch. Na so. Wer hätte gedacht? Ja, also bitte, wenn da Tails nicht auf dem Bild wäre, hätte ich das nicht verstanden. So, gut. Okay, wir gehen jetzt mal zurück. Und zwar zur nächsten Illustration. Sonic, wie man ihn liebt und kennt, liebt und kennt. Sonic, wie er rennt und liebt und kennt, ja. Sonic, wie er applaudiert. Ja, Ben, gut gemacht, du hast das Spiel ein Level geschafft. Sonic, wie er, ja. Sonic, wie er sowieso. Sonic, wie er natürlich. Sonic, wie er, hey, geil. Sonic, aber sicher. Sonic, aber sowieso. Sonic, wie er Handschuhe anfasst, anzieht. Sonic, wie er sich duckt, weil, keine Ahnung. Tails, ja, der seinen mutierten Schwanz zeigt. Der uns grüßt, Tails, ja, Tails, hallo. Und Knuckles, nee. Knuckles, Sonic in einem Flitzer? Was hat das hier zu suchen? Okay, das ist wohl so ein... Hä? Gut, ich habe die Spiele nicht auswendig, also ist das Amy Rose? Ja, die sagt zwar, also ist nicht eine so viel weiß ich, dass Amy Rose anfangs nicht aussah, wie man sie heute kennt. Das ist auch nicht das erste Bild von ihr. So hat sie hier, okay. Ja, Dr. Eggman darf auch mal nett ausschauen, ne? Also ich finde, Dr. Eggman hat heute mehr Charakter als früher. Früher war er einfach so eine Plunze. Das sieht schon eher aus nach der ganz ersten Amy Rose, aber ich glaube, sie hatte noch eine andere Fellfarbe. Und Cars, ne, Cars haben ihre Idee von hier geklaut, sieht man ja. Oh. Oh, da geht in den Schweizer Alpen Skifahren. Skifahren. Jukebox macht er hier den, hä? Okay. Das Wetter. Gut. Okay. Und, weil wir so nett sind, noch die Mitwirkenden. Gut, das war Sonic Classic Collection. Für mich das Sonic Mania vor Sonic Mania. Es gibt natürlich Games Collection und. Ne, und... Ja, also... Keine Ahnung, habe ich mal eine Games Collection? Wie gesagt, ich habe bis etwa vor 15 Jahren kaum Sonic gespielt. Ganz ehrlich, also... Ich glaube, ich sehe richtig Sonic gespielt, habe ich nur, als die Wii-Version rauskam. Das fand ich gut. Aber sonst habe ich, wie gesagt, Sonic... Wenn ihr meine Geschichte mit Sonic wissen wollt, dann schaut das letzte Test zu Sonic the Hedgehog 2. Kurzformat, weil ich mit Nintendo aufgewachsen bin und dann mit PlayStation weitergemacht habe, habe ich Sonic nie groß gespielt. Weil, das immer hieß, ja, Sonic hängt Mario-Spiele bei weitem ab, kannst du durchwaschen. Habe ich es ab und zu versucht und gedacht, ja, man kommt ja an jedem Gegner an und von wegen durchwaschen. Nee, habe es dann immer wieder zur Seite gelegt, aber... Naja, sie haben den Mund sehr voll genommen in den 90ern. Dafür wurden sie auch bestraft mit Fehlinvestitionen und Falschplanung und so.
haben sich aber mittlerweile wieder gut gefangen und ich finde Sonic und Sega haben heute sehr viel, machen frische Konzepte, sind offen für Fans und alles und ich hoffe ich es zwar nicht, aber ich denke mit Nintendo könnte es bald ähnlicher gehen, dass die mal einen Kollaps erleiden, aber hoffen tun wir es nicht, aber es dürfte Nintendo mal ein offeneres Weltbild geben, wie Sega es momentan so hat und ja. Ich hoffe, liegt Sonic mit dem Turbo. Tornado. Keine Ahnung. So, es geht natürlich dann weiter mit der regulären Reihe mit Sonic 3, Sonic and Knuckles, Sonic and Knuckles 3 und wie sie alle heißen. Alles als Let's Test, weil ich zu blöd bin, das zu Let's Playen. Komplett. Ja. Gut. Ist es noch lange hier? Also nicht, dass es mich stört, aber... Oh, sieht so aus. Gut, also das war Sonic Classic Collection. Eine Kollektion mit extrem vielen Spielen, die man für knapp 40 Euro damals bekam. Kann ich jedem empfehlen und ich glaube, der DS ist noch nicht ausgestorben. Also gebt es euch, wenn ihr mal eine schöne handliche Portion wollt. Natürlich heute mit Apps und so, Smartphone-Version, ne? Aber ich denke für 40 Euro damals war es genial und ja. Danke fürs dabei sein, support mir nicht und wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs dabei sein, bis dann, tschüss.